So, da sind wir wieder. Die Gute da oben hat leider nicht genug Geld gehabt, um unsere Sachen abzukaufen, aber ich habe hier unten bei dieser Jenny Stahl den Rest verkauft. Und wir gehen jetzt erst einmal zu diesem Saloon wieder. Und erfüllen da im Prinzip wieder einen Teil unserer Hauptquest. Und darum. Na gut. So. Diese Quest zu erfüllen. Nein, der ist nicht draußen. Auf Durchreise, wie? Ja. Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie? Mein Vater und ich wurden in Vault 101 geboren. Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Ich kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind Sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Mein Vater hat mir erzählt, dass wir in Vault 101 geboren wurden. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Ich möchte einfach nur meinen Vater finden. Wo steckt er? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos und Infos sind Handelsware. Sagen wir 100 Kronkorken und Sie wissen, wo Ihr Papa ist. Sehr günstig. Ich habe keine 100 Kronkorken. Okay, ich helfe Ihnen. Der guten alten Zeit wegen. Wenn Sie nicht genug Kronkorken haben, um für diese Information zu zahlen, können Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Klar doch, ich tue alles, um die Informationen zu kriegen. Na, Sie sind ja eifrig. Gut, das gefällt mir. Es ist schön, in diesem Drecksloch von einer Stadt mal Menschen zu treffen, die etwas unternehmen. Diese Junkie-Schlampe Silver borgte sich massig Kronkorken von mir. Sie behauptete, mich billig mit Jet und Psycho versorgen zu können. Das Problem ist, dass sie sich mit dem Zeug aus dem Staub gemacht hat und ihre Zelte in Springvale aufgeschlagen hat, um sich zuzudröhnen. Wenn Sie die Kronkorken holen, die sie mir schuldet, gehören sie Ihnen. Sie werden mich mit diesen Kronkorken sowieso bezahlen. So. DC ist ein gefährliches Pflaster. Diese Supermutanten können sehr gereizt reagieren.
Gut. Wir wissen also etwas mehr. Und wir holen uns jetzt im Prinzip etwas Geld und ein paar Erfahrungspunkte ab, indem wir die Stadt jetzt erstmal wieder verlassen. Und einmal diese Silber besuchen. Und zum anderen werden wir auch diesen Supermarkt besuchen. Das Echo. Moment, da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe mir eine Lederrüstung gekauft, da die besser ist als dieses Tunnelschlangen-Outfit. So. Sieht auch ganz annehmbar aus. So, wir sehen hier einen Pfeil unten links, der Richtung Osten zeigt. Da müssen wir hin, um in den Supermarkt zu kommen. Bevor wir das machen, gehen wir allerdings noch hier rüber. Moment, ich stelle das gerade mal schnell ein. Hier auf Daten, Aufgaben. So. Und da bekommen wir jetzt zwei angezeigt. Einmal, wir können ja direkt mit 100 Kronkorken bezahlen, oder wir gehen eben diese Silber suchen. Und das tun wir, indem wir diesem zweiten Pfeil jetzt hier folgen. Und wir kommen hier in eine kleine zerstörte Stadt. Hier ein Automat mit New Coca-Cola. Wert sind 20 Kronkorken. Das heißt, die nehmen wir mal mit. Okay, das war nur eine Tonne. In Mülltonnen findet sich auch manchmal was, was Interessantes. Kein Gewicht, nehmen wir mit. So, dann haben wir nochmal eine Mülltonne, die ist allerdings leer. Und wir sehen schon ein relativ stabiles Haus hier, im Gegensatz zu allen anderen. Schauen wir einfach mal, was uns drin erwartet. Die Iden direkt in ihr Herz. Der Preis der Freiheit ist ihnen. Wer zum Teufel sind sie denn? Woher sind sie gekommen? Hat Moriarty sie geschickt? Ja, und er sagt, sie schulden ihm ein paar Kronkorken. Dieser Mistkerl! Er ist ein Lügner. Er will nur, dass ich sterbe. Diese Kronkorken gehören alle mir. Ich habe sie mir verdient. Langsam, erzählen Sie mir Ihre Version der Geschichte. Wissen Sie, ich habe für diesen Fiesling gearbeitet. Ich habe für ihn, Sie wissen schon, anderen Kerlen einen Gefallen getan. Mir hing das bald zum Hals heraus. Ich sagte Moriarty, dass ich meinen Teil nehme und gehe. Ich schlief sogar mit ihm, um die Abmachung zu besiegeln. Am nächsten Morgen sagte er mir, dass ich nicht gehen könne. Also bin ich abgehauen. Ich schnappte mir mein Geld und lief davon. Jetzt hat er mich als Diebin und Junkie bezeichnet und seine Kumpane auf mich gehetzt. Ich schätze, ich brauche ein neues Versteck. Geben Sie mir ein paar Kronkorken und ich sage ihm, dass sie weg sind. Das würden Sie für mich tun? Ich hätte nie damit gerechnet, dass jemanden einmal so viel an mir liegen würde. Hier. Und danke. Sie sind echt in Ordnung. So. Normalerweise, wenn wir einen guten Weg wählen wollen, würden wir sagen, dass sie die Kronkorken behalten soll. Aber das machen wir aus einem bestimmten Grund nicht. Und zwar, erstens, Kronkorken sind durchaus sehr wichtig, sollte man immer welche haben. Und zweitens, was noch viel wichtiger ist, wir haben jetzt zwar diesen Auftrag für ihn erledigt,
aber er gibt uns trotzdem die Informationen nicht kostenlos. Wir müssen trotzdem nochmal bezahlen. Und zwar, wie er schon sagte, 100 Kronkorken. Doch bevor wir das jetzt machen, gehen wir noch in den Supermarkt. Und holen uns da ein bisschen Essen. Da ist ein Gegner. Nicht mehr. 4, nein, das ist nicht wertvoll genug, als dass wir es gebrauchen könnten. Der Platz, beziehungsweise das Gewicht, das wir mit uns herumschleppen können, ist immer so gering, dass wir nach Möglichkeit nur die Sachen mitnehmen sollten, die es auch wirklich wert sind. Da ist eine dieser Fliegen.